Hallo Dimitri, na? Was machst du denn da? Ich liebe, was wir veröffentlichen. Hier sind nämlich richtig gute Tipps für fette Füße im Praxisalltag drin und ich dachte, ich probiere das mal ein bisschen aus. Das ist eigentlich eine super Idee. Muss auch unbedingt mal machen. Versuch mal. Meinst du? Ach, warum nicht? Passt eigentlich gerade ganz gut. Und müde bin ich auch. Das ist da jetzt gar nicht schlecht. Und mit Aussicht hast du ja einen guten Platz ausgesucht hier. Für die Füße ist das bestimmt ganz gut, so ein bisschen. Ja. Oh, ist echt gut. So Pause machen. Ist übrigens auch Thema im nächsten Heft. In der Rubrik, offene Rubrik. Da geben wir nämlich Tipps, wie Pausen gut in den Arbeitsalltag integriert werden können, um ausgeglichener zu sein und entspannter. Resilienz, ne? Ist auch ganz schön wichtig für ein, Entschuldigung, ey, total wichtig für, das Therapeuten-Patienten-Verhältnis, ne, dass man so ausgeruht ist. Ja. Vor allem bei so Indikationen wie Long-Covid, da musst du echt entspannt bleiben. Du musst dir richtig Zeit nehmen für die Befunderhebung und so. Steht übrigens auch drin. Ja, für ihre Ärzte. Meinst du am Covid jetzt oder? Oder für ihre Ärzte oder? Carola? Caro? Muss ich sie wohl später fragen.